Ja, also ich wurde dazu genötigt, etwas über Do-it-yourself-ISPs zu erzählen. Erstmal, was sind Do-it-yourself-ISPs? Das sind kleine, hauptsächlich ehrenamtlich, basisdemokratisch und ohne Gewinnabsicht organisierte Internetprovider. Das ist jetzt natürlich nicht alles, sondern je nach der ideologischen Ausrichtung gibt es da noch weitere Ziele. Das kann von Kollektivbesitz, von Infrastruktur bis zur Förderung von Netzneutralität, digitaler Teilhabe und Wissensvermittlung an einem Produktivnetz reichen. Entschuldigung. So, was heißt jetzt erstmal klein? Das ist ja doch ein sehr variabler Begriff. Also alle Do-it-yourself-ISPs, die mir bekannt sind, sind deutlich kleiner als die großen kommerziellen wie Telekom, Kabel Deutschland etc. Das reicht von den größeren, die 2500 Teilnehmer, also Anschlüsse haben, bis dann zu den mittelgroßen, wo es dann irgendwie in den kleinen dreistelligen Zahlen ist, bis zum Westen jetzt hier in Leipzig mit 50 Anschlüssen oder dem in Berlin mit 40. Wobei man auch sagen muss, dass die Betreiber, die in den Tausenden Anschlüsse haben, meistens studentisch organisiert sind. Das heißt, alle Anschlüsse, die dann in einem Studentenwohnheim zum Beispiel zur Verfügung stehen, lassen sich bloß über diesen Betreiber realisieren. Und das sorgt natürlich dafür, dass der ein Monopol hat. Und mittlerweile gehört ja Internet zur Grundversorgung. Und dadurch erklärt sich dann doch die recht hohe Teilnehmerzahl. Wie basisdemokratisch und unkommerziell sind Do-it-yourself-ISPs? In Deutschland sind die meisten eingetragene Vereine mit dem ganzen Trara, das dazugehört. Also es darf eigentlich gar überhaupt nicht kommerziell gehandelt werden und es gibt eine Mitgliederversammlung und Mitglieder, die über einen Vorstand abstimmen, der dann im Prinzip im Namen der Mitglieder erstmal die Verantwortung trägt. Aber grundsätzlich ist es zumindest in Deutschland alles sehr demokratisch organisiert, schon allein, weil das Vereinsrecht das so vorschreibt. Hierbei ist dann natürlich noch zu unterscheiden zwischen, wer ist dann Mitglied, kann dann auf der Mitgliederversammlung abstimmen. Hier gibt es grundsätzlich zwei Modelle, dass alle Anschlussteilnehmer, also alle Leute, die am Ende den Internetanschluss wirklich nutzen, Mitglieder sind. Häufiger ist es jedoch der Fall, dass es nur einen aktiven Kern gibt von Leuten, die wirklich an dem Netz mitbauen und es warten und die auch nur stimmberechtigte Mitglieder sind. So, nachdem wir jetzt erstmal geklärt haben, was Do-it-yourself-ISPs eigentlich sind, stellt sich natürlich die Frage, wieso will man sowas überhaupt machen? Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen die Datensparsamkeit. Es gibt ja rechtlich erzwungene Speicherpflichten und Pflichten gegenüber Strafverfolgungsbehörden. Die sind aber häufig niedrigschwelliger angelegt für sehr kleine Internetprovider. Das heißt, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung entfiel in der alten Fassung komplett für Internetprovider mit weniger als 50.000 Anschlüssen. Es ist nicht verpflichtend, automatische Ausleitboxen für Kundentraffic vorzuhalten, sondern die Polizei muss dann halt oder Strafverfolgungsbehörden müssen dann jedes Mal in Person antanzen und können nicht einfach automatisiert den gesamten Traffic der Leute mitschneiden. Solange es natürlich nicht auf einer anderen Ebene des Netzes passiert. Und ein weiterer Punkt ist, dass es natürlich auch so ist, dass viele große Internetprovider mehr speichern als absolut notwendig ist, beziehungsweise auch länger speichern als absolut notwendig ist.
Und wenn diese Daten anfallen, können Sie natürlich auch von Daten von zum Beispiel Abmahnkanzleien im Rahmen von Urheberrechtsverletzungen und natürlich auch den Strafverfolgungsbehörden abgefragt werden. Wenn diese Daten überhaupt nicht gespeichert werden, entfällt dieser Punkt natürlich vollkommen. Ein zweiter Punkt ist die Netzneutralität. Während ein großer Internetprovider, der unter Umständen nicht bloß Internet verkauft, sondern auch noch Telefonie und Fernsehen, natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass jemand auch seine anderen Dienste benutzt und deswegen auch ein rein wirtschaftliches Interesse daran hat, den Dienst, andere Dienste zu blockieren bzw. zu drosseln. Jeder kennt das bei UMTS, dass dann Voice over IP nicht mehr funktioniert zum Beispiel, weil halt der Provider will, dass man doch den Telefonieservice benutzt und dann nicht über die Datenverbindung telefoniert. Bei einem kleinen ISP, der dann solche Zusatzdienste erst gar nicht verkauft oder auch nicht verkaufen will, besteht diese Problematik natürlich nicht. Dann, wie gesagt, die Kontrolle von Infrastruktur. Das kann man je nach ideologischer Ausrichtung auch als Selbstzweck betrachten. Genauso wie es Leute gibt, die Hausprojekte aufbauen, in denen halt Eigentum gemeinsam verwaltet wird, kann es auch wünschenswert sein, andere Infrastruktur gemeinsam zu verwalten. Und letztendlich gibt es natürlich noch die Bereitstellung ungewöhnlicher Dienste, beziehungsweise Dienste, die auf dem freien Markt deutlich höherpreisiger sind, wie zum Beispiel symmetrische Anschlüsse, die es bei den meisten Internetprovidern bloß im Sinne von Business-Anschlüssen gibt. Die hochbandbreitige Vernetzung von Teilnehmern untereinander ist halt in einem Do-it-yourself-ISP auch möglich, während das bei kommerziellen Internetprovidern auch sehr teuer ist. Bis zu Speichermedien, die im Netzwerk selber verfügbar sind, was sich halt in dem großen Rahmen eines kommerziellen Internetproviders, der Millionen Kunden hat, nicht wirklich realisieren ließe. Wie macht man jetzt einen Internetprovider auf? Als erstes empfiehlt sich dann natürlich die technische Kompetenz. Die ist erfahrungsgemäß nicht so wirklich das Problem. Es ist dann in der Praxis eher das Problem, die Leute mit der technischen Kompetenz davon abzuhalten, bis zum Rand ihrer technischen Kompetenz Dinge zu bauen und sie dann teilweise über den Rand hinüberstürzen und dann alle Leute für kurze Zeit kein Internet haben. Dann braucht man natürlich Uplink, das heißt, irgendwie muss der ganze Datenverkehr aus seinem eigenen Netz in das öffentliche Internet kommen. Dann benötigt man Räume, in denen die eigene Technik untergestellt ist. Man braucht natürlich auch Teilnehmer, also Leute, die die Anschlüsse nutzen, weil es bringt ja nichts, wenn man das schönste Netz baut und am Ende benutzt es niemand. Aus verschiedenen Gründen ist es wünschenswert, einen rechtlichen Rahmen zu haben. Und zum Schluss braucht man natürlich auch das Geld, um das Ganze zu finanzieren. Uplink und Räume. Woher bekommt man jetzt Uplink? Aus unserer Erfahrung ist es extrem schwierig, Anbietern konkrete Angebote zu entlocken. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ein großer Grund wird wahrscheinlich sein, dass man bei Uplink-Anbietern nicht als seriös wahrgenommen wird, beziehungsweise dass nicht angenommen wird, dass sich der Aufwand, dass sich jemand mit einer Anfrage beschäftigt, jemals wieder reinkommt, dass man bei denen jetzt genug Traffic kauft. Aus dem Grund sollten vorhandene Kontakte auf jeden Fall genutzt werden.
Selbst mit Kontakten muss man aber trotzdem sehr viel Zeit einplanen, dass Dinge auch wirklich realisiert werden. Also am Ende muss man immer damit rechnen, die, die auf der anderen Seite sitzen, sind mindestens genauso verplant, verpeilt wie wir selber. Und wenn dann unsere eigene Verpeilung sich mit der Verpeilung des Uplink-Providers zusammen kombiniert, dann dauert es immer deutlich länger, als man eigentlich vorgesehen hat. Dann ist natürlich noch die interessante Frage, wo wird der Uplink dann überhaupt zur Verfügung gestellt? Im Idealfall will man den Uplink natürlich möglichst nah an den Leuten haben, die dann den Anschluss bekommen. Schon allein, damit man nicht so viel Technik investieren muss, um zu seinen Kunden zu kommen. Dieser Technikraum ist grundsätzlich recht anspruchslos. Er sollte halt sauber, trocken sein. Also es ist unschön, wenn es reinregnet und die Server dann abrauchen. Es sollte Platz für ein paar Serverschränke vorhanden sein und es sollte Platz sein, um ein, zwei Regale reinzustellen, weil erfahrungsgemäß sammelt sich immer Zeug an, also Technik, die man bei Endkunden hinhängt, Kabel etc., die halt einfach Platz benötigen. Dann die Frage der Teilnehmer oder Kunden. Hier stellt sich natürlich die Frage, wen will ich anbinden und wie will ich diese Leute anbinden? Bevor man wirklich beginnt, sollte man sich 10 bis 15 feste Zusagen, wenn es jetzt sehr technikintensiv ist, das Netz aufzubauen, wahrscheinlich auch mehr. Wenn das Ganze auch finanziell auf einem sehr niedrigen Level geschieht, reichen auch weniger. Und es sollte natürlich die Endanbindung abgeklärt sein. Bei Funkinstallationen zum Beispiel sollte man bedenken, wem gehört jetzt der Installationsort, bei wem muss ich da eine Erlaubnis einholen, dauert das auch wieder Monate, bis ich da die Erlaubnis habe. Selbst hier im Westwerk dauert es auch jedes Mal Wochen, bis wir die Erlaubnis bekommen, irgendwo Kabel hinzuziehen, obwohl das hier eigentlich so im Großen und Ganzen eine Ruine ist, wo nicht drauf geachtet wird, dass es besonders schön aussehen muss und auch überall schon tausende Kabel durchgehen. Wenn das jetzt irgendwie ein niegelnagelneu sanierter Neubau ist, dann ist das natürlich immer noch eine andere Geschichte. Wenn dann der Besitzer unter Umständen auch noch auf Brandschutz Wert legt, kann das dann sehr schnell, sehr lange dauern oder auch sehr teuer werden. Ein Pluspunkt bei Hausprojekten, den wir bisher in unserer Arbeit festgestellt haben, ist, dadurch, dass die Eigentümer und Nutzer identisch sind, ist der Leidensdruck auch immer ein bisschen größer. Als wenn da eine Haushaltung dazwischen ist, denen es egal ist, dass ihre Leute, die in dem Haus wohnen, erstmal kein Internet haben. Sie sind es gewöhnt, auch selber Hand anzulegen. Das heißt, man hat im Normalfall auch wenig Probleme, wenn man denen mal sagt, da muss ein Loch durch die Wand und das machen die dann auch alles schon selber. Und man muss dann zum Schluss in der Theorie zumindest bloß noch hinten die Dosen an das Kabel klemmen und alles geht wunderbar. Und auch das mit der Erlaubnis einholen geht halt, weil halt der Leidensdruck höher ist, im Normalfall sehr unkompliziert. Zum rechtlichen Rahmen, wie immer, ich habe da keine Ahnung von. Fragt im Zweifelsfall, bevor ihr mit einem Bein im Knast steht, einen Anwalt. Was man bedenken sollte, wenn sich zwei oder mehr natürlich oder juristische Person mit einem gemeinsamen Ziel, was dann der Aufbau eines Internetproviders wäre, entsteht automatisch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das hört sich jetzt erstmal ganz gut an, so, ja, ich tue mich zusammen und da entsteht automatisch ein rechtliches Konstrukt und ich kann damit erstmal arbeiten. Der große Nachteil des Ganzen ist, dass in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts alle Beteiligten mit ihren gesamten Privatvermögen unbeschränkt haften.
Das ist im Normalfall nicht gewünscht. Wenn ihr nicht euer gesamtes Hab und Gut verlieren wollt, wenn irgendjemand anders gelinde gesagt Scheiße baut. Dementsprechend ergibt es Sinn, eine andere Rechtsform für ein Do-it-yourself-ISP zu wählen. Als erstes bieten sich natürlich eingetragene Vereine an. Das ist im Normalfall jedem bekannt, wie man so einen Verein organisiert. Er ist natürlich auch demokratisch legitimiert. Es gibt Mitglieder, es gibt eine Mitgliederversammlung, es gibt einen Vorstand. Der Verwaltungsaufwand ist auch relativ niedrig. Man findet auch im Normalfall genug Leute, die schon einen Verein gegründet haben, dass man da auf alles gefasst ist. Und die Kosten halten sich mit einmaligen Notarkosten auch sehr in Grenzen. Der Nachteil ist, dass EVs keinen gewerblichen Zweck haben dürfen. Jetzt kann man natürlich erstmal den Verein gründen und damit operieren und dann warten, bis das Finanzamt bzw. das Amtsgericht rumdingelt, dass man doch ein Internetprovider sei und dass das kein ideeller Zweck ist, was im Prinzip ein Verein haben muss. Ein Verein ist im Normalfall ein Idealverein. Das kann aber auch ganz doll in die Hose gehen, vor allem wenn man die Gemeinnützigkeit für diesen Verein erwirkt. In Bürgernetz Dresden zum Beispiel, die haben 2011 fünf Jahre rückwirkend ihre Gemeinnützigkeit abgesprochen bekommen vom Finanzamt und durften dann ihr gesamtes, über ein Dutzend Jahre aufgebautes, 1 Million Euro teures Netz in eine Genossenschaft auslagern und mussten alle Spendenquittungen im Prinzip wieder einholen. Und das ist natürlich nichts, was man irgendwie haben will, vor allem wenn man da jetzt auch noch sehr viel Geld reingesteckt hat. Wo wir gerade bei Genossenschaften sind, wenn man die Kohle dafür hat, ist natürlich eine Genossenschaft nett, weil sie ist genauso demokratisch legitimiert wie ein Verein. Es gibt halt keine Mitglieder, sondern es gibt Genossen mit Genossenschaftsanteilen. Es gibt aber den erhöhten bürokratischen Aufwand und es gibt auch regelmäßige Prüfungen, die auch ab ungefähr 2000 Euro beginnen. Das heißt, man hat mindestens 1000 Euro Overhead im Jahr, die erstmal an Gewinn reinkommen müssen, plus damit da alle zwei Jahre am Ende eine schwarze Null ist. Und nach zwei Jahren ist es auch keine Ausrede zu sagen, sorry, wir haben das Geld für die Prüfung nicht. Da reagiert der Genossenschaftsverband nicht sonderlich erpicht. Zusätzlich haben Genossenschaften natürlich den Vorteil, wenn man Leuten, denen man Anschlüsse verkauft, dazu zwingt, gleich noch einen Genossenschaftsanteil zu ziehen, ist natürlich die Involviertheit der Endkunden deutlich größer, weil die sind dann automatisch Mitglied in der Genossenschaft, haben automatisch Stimmrecht. Und man kann so Leute, die halt sonst passive Endkunden wären, so ein bisschen dazu drängeln, selber Anteil an dem Netz zu nehmen. Des Weiteren gibt es Kapitalgesellschaften. Die können preisgünstig sein, müssen sie nicht unbedingt. Sie sind leider grundlegend nicht demokratisierbar beziehungsweise nicht als demokratisierbar angedacht. Es gibt dann natürlich so Hybridkonstrukte mit Genossenschaften, mit Vereinen, die dann Hauptanteilseigner einer Kapitalgesellschaft sind. Das ist aber alles ein bisschen aufwendig. Und man sollte halt jemanden haben, der das schon mal gemacht hat. Wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, alle Hausprojekte in einer Stadt zu vernetzen und die Hausprojekte sind zum Beispiel alle sowieso Mitglied im Mietshäuser-Syndikat, was halt genauso eine Hybridkonstruktion ist, dann können sie aber durchaus eine viable Alternative darstellen. Und als letzte Sonderlösung gibt es noch wirtschaftliche Vereine.
Das sind im Prinzip wie eingetragene Vereine, bloß dass es, dass sie einen wirtschaftlichen Hauptzweck haben. Leider sind sie aber grundsätzlich eine Ausnahmerechtsform und sie bekommen die Rechtskräftigkeit auch bloß Kraftverleihung durch die jeweilige Landesregierung. Und das heißt im Prinzip, man muss der Landesregierung zeigen, dass man nicht in der Lage ist, eine andere Rechtsform zu wählen. In einigen Bundesländern gestaltet es sich schon als schwierig heraus, überhaupt rauszufinden, wer dafür zuständig ist, weil die Landesregierung das natürlich auch an irgendein Dezernat weiterreicht. Dann sitzt man in diesem Dezernat und stellt fest, dass es keine Formulare dafür gibt und auch keine Verwaltungskosten, die dafür vorangelegt sind. Und dann kommt der erste Brief von der Landesregierung zurück und da steht dann drin, dass dann aufgrund irgendeines Paragraphen für generischen Verwaltungsaufwand Kosten zwischen 50 und 50.000 Euro auf einen zukommen können. Da sollte man natürlich vorher abklären, ob das sich eher in die 50-Euro-Richtung bewegt oder in die 50.000-Euro-Richtung. Ja. Und letztendlich zum rechtlichen Rahmen, wenn man es denn jetzt geschafft hat, einen Verein oder was auch immer zu gründen, gibt es natürlich auch Gesetze und Regularien, die speziell für Internetprovider gelten. Für Internetprovider interessant ist erstmal das Telekommunikationsgesetz. Das regelt im Großen und Ganzen die Anbieterpflichten und Rechte. Also im Großen und Ganzen Pflichten gegenüber den Kunden und Rechte gegenüber allen anderen. Also zum Beispiel Internetprovider haben grundsätzlich das Recht, alle öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung von Kabeln zu nutzen. Kostenfrei. Da muss man natürlich immer noch jemanden bezahlen, der einem die Straße aufbuddelt, aber grundsätzlich ist das schon ein sehr nettes Recht. Die Regulierungsbehörde, die für Telekommunikation zuständig ist, ist die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, kurz BNetzA. Der schickt man dann auch als erstes, nachdem man den Telekommunikationsdienst eingerichtet hat, ein Formular, weil es besteht eine Meldepflicht, die Aufnahme eines Telekommunikationsdienstes, wenn man den aufgenommen hat, nach § 6 TKG. Das geht auch im Normalfall problemlos. Man schickt das da der BNetzA und kriegt dann irgendwas zurück. Und ein paar Monate später landet man dann im öffentlichen Register. Also es gibt eine öffentliche Liste mit allen Telekommunikationsdienstleistern in Deutschland. Des Weiteren ist interessant, dass es eine Mindestspeicherung von Bestandsdaten gibt. Das ist im § 111 TKG. Sollte man sich vorher durchlesen, damit es nicht so wie bei uns endet, dass dann nach einem halben Jahr mal jemand meint, wir müssten hier eigentlich noch das Geburtsdatum mit von unseren Kunden erfassen. Und dann rennt man allen Kunden hinterher und sagt ihnen, wir brauchen aber noch dein Geburtsdatum. Und nach § 109 TKG muss jeder Telekommunikationsdienstleister ein Sicherheitskonzept bei der BNetzA einreichen. Da wird man auch nochmal in einem freundlichen Brief darauf hingewiesen, wenn man sich anmeldet. Ja, wenn man diese ganzen Hürden genommen hat, ist natürlich die Frage, wie finanziere ich das Ganze? Feste Zusagen helfen. Feste Zusagen in Papierform sind auch sehr viel wert, damit man nicht so dasteht wie wir. Wir bauen alles schön auf. Fragen auch vorher die Leute, würdet ihr so und so viel dafür bezahlen im Monat und ihr kriegt dann den und den Anschluss und dann habt ihr alles fertig gebaut und dann meinen diese Leute, nö, wollen wir nicht mehr. Man sollte aber auf jeden Fall damit rechnen, dass es sich im ersten Jahr noch nicht lohnt. Also je nachdem, wie groß man jetzt das Netz bauen will, sollte man mit einem hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Betrag rechnen, damit sich der Betrieb dann auch selbst trägt.
Dabei sind dann schon die Kosten für die Gründung mit einbezogen, was ja auch schon mal ein signifikanter Teil ist. An Hardware braucht man dann im Normalfall nicht sehr viel, beziehungsweise kann das dann an die Endkunden ja direkt überwälzen. Letztendlich sollte man natürlich auch immer eine Abwicklung in Betracht ziehen. Also es bringt nichts, wenn ihr euch bei allen jetzt groß verschuldet und dann nach 6 Monaten merkt, nee, es wird nichts und am Ende sind euch alle, die ihr kennt, böse, weil ihr habt euch unglaublich viel Geld von ihnen geliehen und könnt es nicht zurückzahlen. Dann kommt meistens immer als erstes zurück mit der Finanzierung, aber es gibt doch Fördergelder. Im Prinzip ja. Im Prinzip existiert eine großzügige Förderung für kleine und mittlere Unternehmen auf allen Ebenen, von Europaebene bis hinunter zu den Kommunen. In der Praxis ist das aber immer an die Schaffung bzw. mindestens den Erhalt von Arbeitsplätzen gebunden. Dann gibt es noch Breitbandinitiativen des Bundes und der Länder. Die verlangen aber häufig, dass die Kommunen mitinvestieren. Und wenn man da Gelder haben will, hat man im Prinzip das Problem, man muss seinen eigenen Anteil erstmal zusammenklauben, weil das sind dann auch immer bloß Teilförderungen. Und dann muss man seine Kommune noch dazu überreden, Geld abzudrücken. Also hat man am Ende aus einem Problem 2 Probleme gemacht. Dann gibt es natürlich noch die Förderung nicht wirtschaftlicher Art für soziale oder kulturelle Projekte. Die ist aber leider oft an die Gemeinnützigkeit gekoppelt, was eher schwierig ist, mit einem Internetprovider zu erreichen. Teilweise existieren jedoch kleine Geldtöpfe in Stadtteilmanagements, Stadtumbauämtern etc., aus dem man sich dann diskret Geld besorgen kann. Da ist natürlich immer ein bisschen Überzeugungsarbeit bei den jeweiligen Ämtern gefragt. Und die Geldbeträge, die man da sind auch nicht so groß. Also wir haben einmal eine 1.000-Euro-Förderung mit 50% Eigenanteil bekommen. Das war auch eine einmalige Sache. Aus dem Topf kriegen wir nie wieder Geld. Und ich glaube, allzu größere Mengen wird man da auch in den anderen Städten nicht rausbekommen. Ja, nun zu unserem Internetprovider hier in Leipzig. Das ist das Westnetz. Uns gibt es seit 2012. Man sollte uns nicht verwechseln mit der Westnetz GmbH. Die ist nämlich ein Gas- und Stromnetzbetreiber in Westdeutschland. Die haben sich zu genau der gleichen Zeit gegründet wie wir. Und dann mussten wir uns erstmal als ersten Amtsakt, nachdem wir uns gegründet haben, damit auseinandersetzen, dass die Namensrechte für Westnetz haben. Und es gibt hier natürlich im Leipziger Westen noch viele andere Dinge, die mit West anfangen, was dann auch häufiger dazu führt, dass wir Post von denen im Briefkasten haben oder die Post von uns in ihren Briefkästen. Ja, wir haben natürlich auch ein Netz. Das besteht zurzeit aus ca. 1000 Metern Glasfasern hier im Westwerk und eine anliegende Kupferunterverteilung. Außerhalb des Westwerks haben wir noch ungefähr 150 Meter Glasfaser. Wir haben 40 oder 50 Wi-Fi-Geräte an verschiedenen Standorten, über die Kunden angebunden sind. Und wir haben hier im Westwerk einen zentralen Technikraum. Wir haben 50 Kunden. Da sind viele Einzelkunden im Westwerk dabei. So, ich glaube, mittlerweile die überwiegende Mehrzahl der Hausprojekte hier im Westen. Und vereinzelt Menschen, die sich selber eine Antenne aufs Dach geschnallt haben, um halt Internet zu bekommen. Ja. Fragen?
Check. Was ist denn das Incentive für Privatpersonen, jetzt zu sagen, naja, oder eure Erfahrung dazu, warum gehen die Leute nicht zur Telekom, warum finden die Leute vielleicht Kabel Deutschland doof, warum kommen die tatsächlich nicht zu den lokalen Providern, die so aus der normalen kommerziellen Liga kommen, sondern zum Westnetz? Also erstmal kriegt man natürlich für 20 Euro einen symmetrischen Anschluss im Monat mit 20 Mbit. Da zahlt man bei den meisten anderen Providern schon mal deutlich mehr. Da muss man natürlich damit leben, dass es im Normalfall eine Funkanbindung sein wird. Das heißt, da ist nochmal ein bisschen mehr aktive Technik dazwischen. Wenn es stürmt, wenn es sehr stark stürmt, kann es auch mal passieren, dass es hier oben auf dem Dach die Technik umdreht und dann mal kurz das Netz weg ist. Ist aber bisher auch bloß einmal passiert. Und es gibt natürlich den Vorteil, dass wir nichts speichern. Also wenn hier das LKA vor der Tür steht und Daten haben will, dann wissen wir von nichts. Wenn wir Post von irgendwelchen Abmahnkanzleien bekommen, dann können wir denen nichts geben. Ganz einfach. Und das kann natürlich schon an sich ein sehr guter Grund sein, wenn man dann zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie einen Café betreibt oder ein Restaurant und da will man offenes WLAN haben, kann man das ja im Normalfall nicht so absichern, dass man dann nicht irgendwie früher oder später Post von irgendeiner Abmahnkanzlei bekommt. Und das kann natürlich schon rechtfertigen, da erstmal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Funkstrecke aufzubauen und dann irgendwie bei sich das offene WLAN zu haben. Bei der Funkverbindung, was für eine Latenz hat man da ungefähr? Ich weiß gar nicht, was das jetzt genau verursacht. 5 bis 10 Millisekunden, glaube ich. Also das ist auch relativ stabil, dadurch, dass es im Prinzip nochmal so eine TDMA-Overlay darüber ist. Das heißt, es ist nicht wie normales WLAN. Wenn dann irgendwie zwei Leute drin sind, geht dann die Latenz schlagartig in die Höhe, wenn die beide senden wollen. Sondern dadurch, dass die da alle ihre Zeitslots haben, hält sich das relativ in Grenzen. Es hängt natürlich immer noch so ein bisschen von ab, wie gut jetzt die Verbindung ist. Wenn er jetzt irgendwie 5-mal V-Twins mitten muss, um da ein Paket über die Strecke zu quetschen, dann dauert es natürlich länger. Aber das ist im Normalfall kein Problem. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann wäre ich auch fertig. Wir wissen mittlerweile, wie viel RWE selber für Gas bezahlt, weil da mal eine Rechnung kam. Ja, also es empfiehlt sich wirklich im Vornherein zu checken, dass der Name nicht vergeben ist. Weil es kostet halt im Zweifelsfall nochmal Geld, wenn man den Namen behalten will, weil man muss dann natürlich einen Anwalt dafür bezahlen, dass der da irgendwie mit dem das mit dem Namensrecht,
also mit der Wortmarke, die halt jetzt hier eingetragen ist für das Westnetz zum Beispiel, sich rumschlägt, dass wir das weit auch weiter benutzen dürfen. Oder es kostet halt nochmal Notargebühren, um dann den Namen zu ändern. Also es empfiehlt sich wirklich, da vorher nochmal zu schauen. Wir haben einfach, also wir sind dann zur Markenrechtsanwältin gegangen, haben ihr das so dargelegt und die meinte dann, dass es sich lohnt, eine Abgrenzungsvereinbarung zu schließen, weil es halt auch zeitlich sehr nah zusammen lag und das mit dem Markenrecht ist immer so ein bisschen schwammig, ab wann im Prinzip die Eintragung dann nicht mehr, die Eintragung nicht mehr gültig ist, beziehungsweise man muss das dann anfechten und es kostet nochmal Geld. Und wir haben jetzt im Prinzip eine Abgrenzungsvereinbarung, dass Westnetz ihr Zeug da in Westdeutschland macht und wir unser Zeug hier in Leipzig machen. Ja. So. Ist, finde ich, immer noch ein bisschen komisch, dass sie sich darauf eingelassen haben. Aber. Das war's dann auch wirklich.